zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin die Kerstin von Kerstins Backstube und wie ihr gesehen habt, machen wir heute eine Hummeltorte. Die geht wirklich ganz einfach und sieht schön aus und schmeckt dafür natürlich richtig super lecker. Und wir fangen eigentlich gleich auch schon an. Meinen Biskuitboden in Dunkel habe ich schon gebacken, das Video habe ich euch schon gezeigt. Dann habe ich hier so 100 ml ungefähr Orangensaft, das brauchen wir nur zum Beträufeln für den Biskuit. Dann habe ich jetzt 150 Gramm Magerquark, 250 Gramm Mascarpone und dann brauchen wir später noch so 2-3 Esslöffel Honig habe ich. Und wir können dann auch gleich schon anfangen. Der erste Biskuit habe ich mir schon auf eine Platte gegeben und da können wir dann ein bisschen mit Orangensaft beträufeln. Das können wir dann mit den anderen dann auch machen. Einfach, dass er halt nicht zu trocken wird. Und dann beträufeln wir das jetzt schnell ein bisschen. So. Das können wir dann mal kurz beiseite stellen. Dann können wir die Zutaten, den Quark und die Mascarpone, können wir dann schon in eine Schüssel geben und das können wir dann kurz verrühren. Nachdem das alles schön verrührt haben, kann das dann mal kurz beiseite gestellt werden. Also wie gesagt, ich habe halt jetzt 2-3 Esslöffel Honig rein. Mir ist es süß genug, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen Zucker dran machen oder anderes Aroma, vielleicht ein bisschen Orange oder Zitronenaroma rein. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich schlage jetzt noch 200 ml Sahne mit einem Päckchen Sahne steif und einem Päckchen Vanillezucker. Das schlage ich jetzt noch steif und dann heben wir das noch unter. Die Sahne habe ich jetzt geschlagen, die können wir dann kurz unterheben und dann können wir die Torte dann auch schon kurz zusammensetzen, dass die dann noch in den Kühlschrank kann. So, gerade kurz unterheben. Gelatine habe ich da jetzt nicht rein, weil die Mascarpone und der Quark doch sehr fest sind und daher brauchen wir das nicht. Ihr könnt, wenn ihr wollt, natürlich auch ein bisschen mehr Sahne nehmen, das könnt ihr auch machen, aber ich fand es gut so. So, das haben wir dann jetzt kurz untergehoben. Dann habe ich ja den ersten Biskuit gefunden und dann können wir dann schon so 1-2 Kleckse drauf verteilen. Natürlich dann alles und können es dann gerade ein bisschen verstreichen. Und dann können wir den nächsten Boden nehmen, wieder ein bisschen mit Orangensaft beträufeln. Und so machen wir das dann, bis wir oben angekommen sind. So, ich habe jetzt alle drei Böden gemacht, habe auch oben drüber verteilt. Und wie ihr es gesehen habt, habe ich jetzt nicht gespart. Und ich habe jetzt noch Creme übrig. Und dann bestreichen wir das jetzt auch noch ein bisschen an den Seiten. Gerade so ein bisschen verteilen, muss natürlich nicht dick sein, aber wenn ihr wollt, könnt ihr das so machen. Gerade ein bisschen verteilen überall. So sieht das Ganze dann jetzt bei mir aus. So ganz glatt habe ich es nicht gemacht. Ich habe es lieber so ein bisschen wellig gemacht und das Ganze können wir jetzt erstmal in den Kühlschrank stellen und dann geht es weiter. Ich habe jetzt eine große Dose Pfirsiche, die habe ich jetzt auch schon abtropfen lassen und ein bisschen trocken getupft. Davon habe ich mir jetzt 5 große rausgesucht für unsere Hummel. Dann habe ich hier halt so Zuckerauge, die gibt es auch überall zu kaufen. Die braucht ihr aber nicht unbedingt, wenn ihr möchtet, holt sie euch. Ansonsten macht ihr die Auge mit Schokolade. Wie gesagt, die restliche Pfirsiche, die stellen wir jetzt mal beiseite. Dann habe ich so Mandeln blanchiert für die Flügelchen. Und dann brauchen wir jetzt noch 50 Gramm Zartbitterschokolade und die werde ich jetzt im Wasserbad schmelzen lassen. So, die Schokolade habe ich jetzt schmelzen lassen. Die habe ich jetzt ein bisschen in eine Tüte reingegeben, so Einlegspritzbeutel. Und da habe ich mir jetzt eine ganz kleine Ecke abgeschnitten. Und jetzt könnt ihr die Hummeln halt verzieren, wie ihr möchtet.
gebe gerade so einen Spritzer hier drauf, so dran zu machen. Wie viel ihr macht, ist dann euch überlassen. So, und ganz vorne gibt man dann so eine kleine Klecks Schokolade drauf und dann kleben wir die Augen fest. Ich habe mir ein bisschen Backpapier unten drunter gelegt und dann ziehen wir gerade die Linien. Und so machen wir das dann mit alle. So sieht das eine Hummelchen dann aus. Ich habe dann mit einem spitzen Messer habe ich dann oben ein bisschen eingeschnitten, wo ihr die Flügelchen haben möchtet. Und dann sucht ihr euch schönes, ich habe jetzt die größte genommen, weil der Hummel ist dann doch ein bisschen größer. Und das stechen wir dann ein und dann stecken wir es dann gerade als Flügelchen oben dran. Und schon ist unser Hummelchen fertig. Und das lassen wir dann ein bisschen beiseite stehen und jetzt machen wir noch schnell das Püree. Habe ich jetzt mal zur Seite gelegt zum Trocknen. Die restliche Pfirsiche gebe ich jetzt in eine Schüssel und das berühren wir dann jetzt fein. So, die Pfirsiche haben wir jetzt schön klein püriert. Ich habe da jetzt einen Spritzbeutel mit einer großen Sternentolle, wenn ihr möchtet. Aber das müsst ihr jetzt nicht. Ihr könnt es auch so einfach ohne ein bisschen abschneiden. Das finde ich komisch. Ich würde sie nicht ohne Zutritt verloren. Ich dachte, das wäre besser. Hat jetzt so ganz auch funktioniert. So, und der Gag bei diesem Kuchen ist halt dieses Püree. Das schmeckt dann halt mit der Mascarpone, mit dem Quark richtig super lecker. Und das könnt ihr jetzt verteilen, wo ihr halt möchtet. Ich lasse es jetzt so ein bisschen runterlaufen. Und dann verteilen wir das Ganze dann noch ein bisschen. Ihr könnt es auch ein bisschen oben drauf verteilen, lasst es ein bisschen runterlaufen. Das ist echt super.